Wer einen Konsens ablehnt, verleugnet, ist ebenfalls ein Kafir. Hier haben wir auch ein Problem mit diesen Leuten. Weil Konsens nicht gleich Konsens ist. Es gibt einen Konsens, der ist den Leuten allen bekannt, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Alkohol oder dass Zina verboten ist. Das ist klar, das ist Konsens unter den Gelehrten. Das ist ein Konsens. Und es gibt aber auch manchmal ein Ijma in Angelegenheiten, die die Muslime nicht kennen. Der Ijma, der von allen Leuten gekannt wird, im Großen und Ganzen, der wird genannt Ijma al-Qat'i. Ijma al-Qat'i mit Ta. Und der Ijma, den nur einige Leute des Wissens kennen, wird genannt Ijma al-Dhanni mit Dal. Ijma al-Dhanni. Das ist der Unterschied. Das ist was? Der Unterschied. Und manche Leute, schaut mal, subhanallah, die lesen dann ein Werk zum Beispiel von Sheikhul Islam. Sheikhul Islam sagt, und wer den Ijma verleugnet, so ist er ein Kafir geworden. Welchen Ijma meint hier Sheikhul Islam? Das Problem ist, die lesen PDF-Dateien, nicht mal Bücher. PDF-Datei geht schneller. Welchen Ijma meint hier Sheikhul Islam? Hm? Der Ijma, der allgemein bekannt ist bei allen Muslimen. Richtig. Der nicht anzuzweifeln ist, wo jeder Bescheid weiß. Und deswegen, durch unsere Unterrichte, lernt man auch die Wörter der Gelehrten zu verstehen. Schaut mal, jetzt einer liest im Werk und dann kommt da, ja, aber Sheikhul Islam sagte so und so. Hast du erstmal verstanden, was Sheikhul Islam meinte? Wenn nicht, dann setz dich hin bei den Gelehrten und hör erstmal und versteh erstmal, was er meinte, damit du dann auch sagen kannst, Sheikhul Islam hat das wirklich gemeint. Hm. Ijma ist nicht gleich Ijma. Es gibt Sachen von Ijma, die alle Leute kennen oder ein Großteil. Und dann gibt es welche, die eigentlich sehr wenige Leute kennen und nur die Leute des Wissens. Wallahu ta'ala ala wa'alam.